R-E-W-I-N-S-I-D-E. Geht, bevor das Video jetzt losgeht, eine kleine Info vorab, meine Freunde. Es gibt heute Abend keinen Livestream, denn ich bin ein bisschen im Weihnachtsstress, ihr kennt das. Dafür habe ich aber einen wunderbaren Ersatz für euch, denn am 27.12. ab 18 Uhr, Leute, und da habt ihr alle Zeit, weil das weiß ich, weil da keiner mehr Weihnachten feiert, aber na komm. Jedenfalls findet am 27.12. der wunderbare 24-Stunden-Charity-Livestream statt. Wir werden Geld gemeinsam collecten für Afrika und ein Projekt hier aus der Umgebung. Mit dabei sind unter anderem der liebe Tadel, Ardi und Luna, Jody, Brotwurst, Rotpilz, Petri, Zander, Gamers Time, also super, super viele Leute. Checkt das auf jeden Fall mal aus, Leute, wenn ihr Bock darauf habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dementsprechend heute kein Livestream, smash den Like-Button oben bei diesem Video. Und ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns spätestens am 27.12. beim 24-Stunden-Charity-Livestream. Haut da rein. Leute, was... Danke dafür, lieber Klüm. Du hast bitte damit schön, die Anmoderation versaut. Leute, was geht? Herzlich willkommen zum dritten Teil von der Belasa-Server-Show. Und herzlich willkommen zu einem neuen Volk... was wir euch heute gemeinsam vorstellen werden. Es ist das Volk der Assassinen, meine Freunde. Und mein Gott, was habe ich es geliebt. Hier haben wir einiges zusammengebaut. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Fettesten an, mit dieser heftigen Moschee, die wir damals gebaut haben. Bam! Schaut euch das Ding an. Das habe ich damals auch gemeinsam mit Feralion gebaut. Ja, Hobbys hatte ich damals keine, wie gesagt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Denn drinnen sieht das Ganze dann nicht ganz so geil aus. Wir haben uns hier mit dem Innenhof richtig viel Mühe gegeben, wie ihr seht. Man achtet auf das Muster am Boden. Richtig, ja, genau. Nur wenn wir jetzt mal reingehen, dann sieht man, wie wir versagt haben als Innenarchitekt. Denn wir hatten keine Ahnung, wie so ein Ding von drinnen aussieht. Deshalb haben wir einfach irgendwas hier reingebaut. Das soll jetzt auch keine komplette Moschee darstellen, sondern einfach irgendein orientalisches Glaubenshaus in unseren Fantasieköpfen. Das ist noch nicht fertig, wie ihr seht. Wir wissen halt nicht, was hier reingehört. Deshalb haben wir einfach irgendwas reingebaut. Aber ich finde, Leute, kommt mal ganz kurz her, ja? Die größte Meisterleistung, die tatsächlich damals vollbracht worden ist von uns gemeinsam, beziehungsweise sogar zum größten Teil von mir, ja, komm ruhig, komm, komm, ist tatsächlich, wenn ihr euch mal anschaut, das hier hinten. Denn dieser Aquädukt hier vorne mit diesem wunderschönen Weingarten, ja, das ist so unglaublich geil. Es sieht so schön aus. Schaut euch das Ding mal von hinten an, Leute. Es sieht einfach killer aus. Es ist wirklich so endlos heftig. Und die Sarazenen, beziehungsweise die Assassinen, wie sie dann später hießen, sind ein ganz besonderes Volk. Denn die hatten auch wieder Special-Fähigkeiten. Das können wir euch gleich einfach mal zeigen. Balui, weißt du vielleicht noch, warte mal, ich mach ein kleines Quiz, Balui, okay? Pass auf. Ja. Tippe dich mal zu mir und sag mir, was die konnten, wenn du das hier siehst. Ja, 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 ich weiß es noch. Okay, Balui. Was konnten die Assassinen? Was konnten die Assassinen? Was die andere Völker nicht färben. Konnten? Richtig, genau. Schau dir das mal vor. Ich dachte, die konnten Gravel setzen. Halt deine Fresse. Einfach bitte deinen Maul. Dankeschön. Leute, schaut mal hier. Ihr seht das hier. Hier hatten wir so kleine Farbbecken quasi, wo Wolle drin war, die färben konnten. Sprich, die Assassinen waren tatsächlich die einzigen, die gefärbte Wolle herstellen können in unserem Wirtschaftssystem. Das war so früher. Und jetzt wird es hier gerade Nacht. Und glaubt mir, Leute, es ist so wunderschön bei Nacht, wenn hier gerade die Sonne mit dem Shader untergeht. Ihr seht das hier. Kommt mal her, Leute. Hier vorne, das hier ist, also man könnte ja denken, das ist der Palast vom Sultan. Aber, Leute, der Palast des Sultan ist tatsächlich etwas kleiner ausgefallen. Denn das hier ist nur dieser runde Turm hier vorne. Schaut euch das mal an. Das hier ist der Palast des Sultans gewesen, mit einer wunderschönen Redstone-Schaltung, mit Kanonen, glaube ich sogar, die wir gebaut haben. Beziehungsweise, nein, warte, was? Der hatte Kanonen? Nee, warte mal, war das hier? Ah, kommt mal her, warte mal. Game Mode 1, kleinen Moment, ich glaube, das war zum Equippen, oder? Genau, man hat hier. Genau, das war die Rüstungskammer. Seht euch das an, man ist durchgegangen quasi und hat dann diese ganzen Sachen bekommen. Das war quasi hier die Kaserne, beziehungsweise der Palast des Sultans. Und wir können ja mal reingehen, Leute. Ihr seht das hier. Boah. Hier ist quasi das Lager. Und es geht natürlich auch noch weiter hoch. Ich baue mich jetzt einfach mal ganz dreist durch den Boden. So, schaut mal her. Und hier ist dann quasi dieser Palast gewesen. Ja, hier war dann quasi die große Bibliothek. Hier stand quasi so das Handelsimperium und sowas. Und ich glaube, ganz oben war sogar noch ein kleiner Thronsaal. Wir haben halt bewusst. Nee, das ist nicht, auf jeden Fall ein Common-Block. Kein Thronsaal. Ja gut, schade, aber es ist trotzdem schön. Hier ist einfach ein Common-Block. Gif A ist auch nicht schlecht. Okay, also ihr seht, manche Völker waren fertig, manche nicht. Aber trotzdem ist es ganz schön gewesen, weil man hier, wie gesagt, erkennen kann, wie detailverliebt das Ganze ist. Hier gegenüber ist dann nochmal die Anlegestelle gewesen. Oder war das hier der Palast? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir hatten diese ganzen Wasserwege, haben wir gesagt, wir machen Mini-Teleports. Also man ist auf einem Boot gegangen, ist in einer anderen Ecke der Stadt rausgekommen. Richtig, genau. Weil die Stadt ist sehr weitläufig. Ich mach mal ganz kurz den Shader raus, dann zeigen wir euch das nämlich mal, Leute. Denn die Stadt ist ultra, ultra groß gewesen. Ich glaube sogar mit einer der größten Städte und einer der am meisten bevölkerten Städte, wenn ich mich sogar entsinne. Ja, das hing aber damit zusammen, dass sie halt so krasse Fähigkeiten hatten. Richtig, die hatten ziemlich... Ah, hier ist der Palast. Ich erinnere mich, Leute. Das hier ist der Palast des Sultans gewesen. Schaut mal her. Das hier war der Palastinnenhof. Der ist aber noch nicht fertig gewesen, das weiß ich. Doch, ist er wohl. Hier ist die Palastküche, hier war die Palasttafel. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo war der Thron?
Der müsste eigentlich hier vorne gewesen sein, irgendwo. Oder war der im anderen Flügel? Nee, ich glaube tatsächlich, genau. Hier ist der Thron, genau. Hier ist der Thron. Das war quasi der Palast des Sultan und des Kalifen. Es gab wie bei den Samurai, gab es quasi auch zwei Herrscher, den Sultan quasi als ersten und den Kalifen quasi als Zweitherrscher. Und ihr seht das hier, ja. Das hier ist quasi das erste Hafenhaus gewesen und so weiter und so fort. Und wir haben überall diese wunderschönen kleinen Gebäude hier gehabt. Also wirklich so ganz, ganz, ganz verschnörkelt. Hier vorne gibt es nochmal eine Kaserne. Und das hier sind schon die ersten Userhäuser, die ihr hier seht. Also alles sehr, sehr, sehr im Beduinen- und Wüstenstil gehalten. Die haben und sich auch sehr gut daran gehalten, ne? Ja, tatsächlich. Ja, also das ist immer krass sehr, sehr gewesen. Sauber mitgebaut. Genau, das hier war ja auch die Vorlage. Wenn die das nicht gemacht haben, wurde das halt eiskalt abgerissen. Das hier, oh Leute, kommt mal ganz kurz her. Warte mal, dafür muss ich auf jeden Fall noch meinen Shader anmachen, Leute. Das müssen wir uns jetzt mal gönnen. Geht mal in den Game Mode 0 und lasst uns mal hier gemeinsam entspannen. Dass sich hier Leute getroffen haben, gemeinsam diesen Badezuber hier und rumgehangen haben, das fand ich so cool. Die haben sich dann tatsächlich hier getroffen und hingen dann hier quasi gemeinsam im Badezuber. Das war quasi so dieser, ich weiß gar nicht, wie hieß er, Osiris-Badezuber oder irgendwie so. Das war auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich geil. Ihr seht das hier, wie detailverliebt das Ganze ist, wie unglaublich weitläufig das Ganze ist. Und ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Hafenbereich hatten. Wisst ihr das noch? Wir hatten diesen Handelshafen. Ihr seht hier überall diese kleinen Boote. Die waren doch die einzigen. Auch so einen Sandhafen gehabt, weil die waren einen das Sand- nicht auch die einzigen, die, glaube ich, Schwerter enchanten konnten? Oder beziehungsweise, wenn man jemanden von hinten gekillt hatte, glaube ich, dann war das doch ein One-Hit-Kill oder so. So im Assassinen-Stil. Oder war das nicht irgendwas mit Glas als Fähigkeit, aber ich glaube. Glas konnten die als einzige machen, Sandstein genau, auf jeden Fall. Genau, Glas machen, ne? Genau, Sandstein und halt, Glas, Sandstein und gefärbte Wolle. Und ich meine, es gab auf jeden Fall einen Unsichtbarkeitsskill, wenn ich mich daran richtig entsinne. Stimmt, genau, ne? Deswegen wollten alle da rein. Genau, weil es halt im Kampf echt geil war. Schaut mal hier, Leute, das hier ist eine wunderschöne Kaserne gewesen, hier mitten auf dem Berg. Die Kaserne war auch gleichzeitig übrigens Haus des Kalifen, daran erinnere ich mich nämlich noch. Denn der Kalif war quasi auch derjenige, der bei den Assassinen das Heer angeführt hat. Der Sultan war so mehr derjenige, der quasi gehandelt hat und so. Und ihr seht, hier waren quasi so kleine Kasernenpuppen. Und das war krass, weil die Assassinen waren mit das einzige Volk tatsächlich, neben dem Waldvolk, die aktiv wirklich Krieg betrieben haben. Also die Assassinen des Waldvolk das war so nervig. Hatten ständig Krieg. Die Feuermagier, das muss man sich vorstellen, die Feuermagier waren eigentlich relativ entspannt sogar, ne? Die waren relativ ruhig. Ja, meine aber Leute waren immer chillig, aber die Sandvolk und Waldvolk wollten immer genau, nur was machen. Die haben sich auch gegenseitig bekriegt. Richtig, genau. Und die Assassinen sind ja irgendwann, was ich letztes Mal erzählt habe, glaube ich, sogar mit dem Waldvolk gemeinsam bei den Samurai eingefallen. Und das Krasse ist, Leute, dass tatsächlich hier in dieser Kaserne, glaube ich, war damals auch PvP an, beziehungsweise war überall an, ne? Ja, richtig. Und hier genau, und hier wurde dann tatsächlich trainiert. Das war echt cool. Also hier waren eigentlich auch Sachen in den Kisten drin. Gut, das ist wie gesagt nicht die aktuellste Version der Map. Aber ihr seht das, Freunde. Das war ziemlich, ziemlich krass. Und ihr müsst euch mal vorstellen, Leute. Ich schätze jetzt einfach mal ganz blöd, in dieser Map stecken bestimmt mehr als, weiß ich nicht. Was schätzt du an Stunden, Baloui? Ich bin mir sicher, dass boah, in dieser das Map kann ich nie mehr als Stunden. Ich schätze einfach ich glaub, mal wirklich. Die haben dann ein Jahr dran gebaut. Ja, also bestimmt in Stunden, ich weiß es gar nicht, aber bestimmt ein Jahr Arbeit insgesamt steckt hier drin. Und schaut euch das mal an, diese wunderschönen Felder, die wir hier angelegt haben. Die Assassinen waren noch die einzigen, die Kartoffeln hatten, das weiß ich auch noch. Und das Waldvolk hatte Möhren im Gegenzug. Zuckerrohr durften sie auch anbauen und Weizen. Ihr seht das hier. Das ist alles so quasi künstlich bewässert gewesen durch diese genau, wunderschönen Aquädukte. Da muss man an dieser Stelle auch mal sagen, die Aquädukte, das ist halt mega geil gemacht, weil die halt wirklich realistisch irgendwie vom Meer kommen und genau, dann ganz entlang die gehen bis Kilometer weit. Wir können ja mal bis zum Ende fliegen. Wartet mal ganz kurz. Ja, ich bin am Meer. Ich bin am Meer gerade. Kannst ich tippe mich mal zu dir. Schaut mal hier, also, Leute. Das heißt Meer, das ist hier. Eine Oase richtig genau. gewesen. Also, nee, das war unser Staudamm hier. Das war unser Staudamm. Ja, richtig. Den haben wir das hier ist der riesige Staudamm, Leute. Schaut mal extra an. Das hier ist ein riesiger das ist ein Stausee. Das, aber genau, aber quasi hier vorne mit so einem Stausee. Aber der wurde künstlich angelegt. Genau, den haben wir künstlich angelegt, Leute, damit quasi die Berechtigung da ist, Aquädukte zu haben. Seht ihr das hier? Also quasi dieser Stausee hat dann quasi das ganze Volk mit Wasser versorgt. Dementsprechend auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und dieses kleine Gimmick mit diesen Mini-Booten fand ich einfach so übertrieben nice, weil man konnte quasi auf jedes Boot drauf gehen, kam man am anderen Punkt der Stadt raus. Wir haben auf jeden Fall noch was richtig Geiles, meine Freunde. Das hier ist der erste kleine Hafen. Ihr seht das hier, wir hatten hier das kleine Lagerhaus hier vorne. Ich glaube, das war sogar die Mühle, wenn ich mich nicht recht entsinne. Genau, schau mal hier, das ist die Schmiede gewesen. Das ist die Mühle. Das ist die Schmiede und die Mühle gewesen. Genau, hier ist der Mühlstein und das hier ist die Schmiede. Und hier gab es tatsächlich dann später wirklich auch Schmiede, die wirklich hier gearbeitet haben. Also die haben das nicht von zu Hause gemacht, sondern sind dann immer extra hier hingegangen, haben dann hier gecraftet. Das war einfach echt der Killer-Shit. Und hier vorne, Leute, schaut euch das mal an. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier gewesen ist. Ich glaube, das war sogar die Assassinen-Arena, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, das war sie sogar. Ich glaube, das war die Assassinen-Arena, genau. Denn die Assassinen haben regelmäßig tatsächlich Kampfspiele stattfinden lassen. Oder war das hier ein Tempel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das war eher ein Tempel. Ich glaube nicht, dass das eine Arena war. Aber sie hatten auch irgendwo eine Arena, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall wurde hier auch immer trainiert. Also ich sehe das gerade. Eine Rüstungskammer und so weiter. Dann war das Safe. Dann ist das hier echt die Arena gewesen. Ich bin mir da echt sicher, dass das hier eine Arena gewesen ist. Das hat auf jeden Fall kein einzelner User gebaut. Also das ist viel zu detailverliebt und so. Ich glaube, das war tatsächlich eine Arena. Und das hier sollten so VIP-Logen sein, die wir damals gebaut hatten. Und hier gab es dann halt immer Kämpfe und so. Es war auf jeden Fall alles im Allen echt cool. Wenn wir jetzt uns mal was anschauen, Leute, schaut euch mal diese kleine Brücke an. Die ist wunderschön. Wir haben mehrere von diesen kleinen Brücken hier gebaut. Und hier vorne ist dann der große Importhafen gewesen. Seht ihr das? Der ist leider nicht ganz fertig geworden. Da fehlen nämlich eigentlich noch richtig viele Räume und so. Das waren nämlich auch kleine Lagerräume, die man sich quasi unten anmieten konnte. Ich glaube, oben waren die. Oben konnte man sich später kleine Lagerräume anmieten. Das ist aber hier in der Version leider nicht mehr drin. Nee. Aber es sieht einfach unendlich schön aus. Und diese ganzen kleinen Tempel, die wir hatten. Schaut euch das mal an, ja? Hier sind überall so winzige Tempel, die überall über dieses Volk verteilt sind. Es ist einfach unglaublich geil. Dann ist hier dieser riesige Torbogen, der später sogar... Moment mal, jetzt erinnere ich mich. Der Torbogen hier, Leute, es gab eine Stadtmauer. Ja, die aber nicht, noch nicht fertig. Die war nicht fertig geworden. Oh, jetzt zieht hier gerade ein Sandsturm bei mir auf. Alter, was ist mit dem Wetter hier los? Wahnsinn, geil. Genau, diese Stadtmauer quasi ging auch teilweise mit rum. Ich weiß auf jeden Fall, dass die runde Türme hatten aus Sandstein. Und das wäre quasi das Stadttor. Das ist aber leider auf der Version nicht mehr drauf. Und hier vorne, schaut mal hier, diese kleinen Oasengärten und so. Also ist alles echt sehr, sehr detailverliebt. Und also hier, irgendwo muss es einen Sandhafen geben mit Schiffen, mit Sandschiffen. Hier vorne, schaut mal, kommt mal her. Hier ist der Marktplatz. Hier ist auf jeden Fall der Marktplatz, ja. Das kann man sich anschauen. Hier ist der Marktplatz, wo auch die ersten User schon quasi Sachen beziehen konnten. Und dann ist hier direkt das Assassinenhotel. Das habe ich nämlich sogar mitgebaut, das weiß ich noch. Genau, hier konnte man sich quasi einmieten in diesem kleinen Hotel. Einfach zwei Doppelzimmer immer so, quasi so Doppelgänge halt oben und unten. Ganz schön eigentlich, ne? Also man konnte sich hier auf jeden Fall echt gut gehen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ultra stolz auf diese Brücken, die wir hier gebaut haben, weil die sehen sowas von geil aus. Also wirklich mal, die sehen so geil aus, Leute. Das ist echt ein großer Unterschied zu den Sachen, die wir da in Craft Attack gebaut haben. Hier hatte man auch viel mehr Zeit und World. Ja, das stimmt. Wir hatten Zeit und World Edit, Leute. Das war ganz wichtig. Hier ist das Badehaus, dieser Hafen. Also ich finde ganz ehrlich, die Assassinen sind, wie gesagt, leider in der Version nicht das größte Volk. Später waren sie es tatsächlich. Ihr seht auch hier die ganzen Häuser der User. Wir können ja mal einfach in ein so ein Haus reingehen. Schaut mal hier. Finde ich sehr, sehr schön tatsächlich. Das hier ist das Haus vom Big Bad Buddy. Und der hat auch hier so einen kleinen Innenhof gebaut. Boah, der war aber richtig rich hier. Ne? Guck mal hier. Warte, zeig mal. Yo, Alter, so ein goldenen Boden bei ihm läuft auf jeden Fall. Aber es passt, sie haben auf jeden Fall sich an die Farben gehalten. Definitiv. Mit Lava-Wand und so, holy crap. Genau, ihr seht auf jeden Fall, Leute, wie das hier wunderschön von Leuten übernommen worden ist. Ja, quasi hier ist das so eine Kältekammer. Ja, man hat ja, wenn man das Grundstück sich reserviert hatte, hatte man halt von 0 bis 255 oder was war die Höhe zu der Zeit? Nee, man konnte sogar den Boden bauen, aber nicht tief. Man konnte aber nicht tief in den Boden bauen. Unendlich tief, doch, eigentlich schon. Ja, war das so? Aber hatten wir nicht die Erze bei denen entfernt oder irgendwie sowas? Oder war das später erst? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es hier noch keine Farmwelt, meine ich zumindest, ne? Oh, das User hat sich von innen aber auch echt cool aus hier. Dafür waren die kleinen Schiffe. Auf irgendeinem von den kleinen Schiffen muss draufstehen zur Farmwelt. Und ich glaube, das ging hier vom Lagerhaus aus. Guck mal, mit so einer kleinen Oase hier drunter sogar. Hier hat er so eine ganz kleine Oase eingebaut. Saugeil, Leute. Schaut euch das mal an mit diesem Glasboden hier. Also ihr seht's, die User, die hier gespielt haben, haben das Roleplay wirklich halt genauso gefühlt, wie wir es damals gefühlt haben. Und haben halt so viel Arbeit und Zeit da rein investiert. Das ist echt krank. Richtig detailverliebt auch. Das ist einfach... Leute, schaut euch das bitte nochmal an. Ich meine, oh mein Gott, guckt euch diesen heftigen... Also das ist das Krasseste ja eigentlich, was wir hier gebaut haben. In dieser Moschee... Da steckten wirklich 2 Wochen Arbeit drin. Und das kann ich mit Verlaub behaupten, weil wir den Innenraum später nochmal überarbeitet hatten und der war auch irgendwann mal gefüllt. Und ich weiß, dass wir immer Probleme mit diesen Kuppeln bei World Edit hatten, dass wir die, glaube ich, später sogar per Hand gebaut haben, wenn ich mich nicht richtig... Ja, es ging nicht anders. Ne? Es ging genau. Oder man hat eine Kuppel gemacht, die Hälfte abgeschnitten. Leute, schaut euch das mal an. Ich meine, oh mein Gott, wie geil sieht das bitte aus. Das ist so heftig. Guckt euch das mal an. Das ist so riesig und so unendlich geil. Ist einfach der Killer-Shit. Weißt du, woher die Vorlage kam für diese Moschee? Aus, ich glaube, aus Anno. Aus WoW? Oder Anno? Aus Anno 1503, genau, das weiß ich noch. Ja, stimmt. Also, ihr seht's, meine Freunde. Ich hoffe wirklich... Kommt euch mal zu mir hier. Alles Nerds. Ich habe unter die Geheimhöhle gefunden, unter der Moschee. Moment, da muss ich hin. Hey, da kann ich mich aber nicht dran erinnern, dass wir die gebaut haben. Doch, kann ich mich wohl dran erinnern. Ja, hier geht's richtig weit runter noch. Hier gibt's das Geheimgänge. Ja, richtig, genau. Das große Tunnelsystem. Alter!
Stimmt, ja, richtig, genau, das ging hier noch komplett noch einmal runter. Hier mit diesen hängenden Decken und sowas. Holy shit, hier, Alter, wo bin ich denn jetzt gerade gelandet? Ey, komm mal zu wieder? Mir, ich muss euch mal, warte, warte. Stimmt, gleich, hier vorne sind diese kleinen Oasen gewesen und sowas. Ja. Schaut euch das mal an, Leute, das waren diese kleinen Hobbit-Höhlen, die es quasi unter der Moschee gab. Die habe ich damals mit irgendeinem User gemeinsam mal aus Langeweile gebaut, glaube ich sogar. Kommt mal krass zu mir, ich will euch mal eine richtig coole Funktion zeigen, die wir hier eingebaut haben. Ja. Pass auf, und zwar haben wir hier einen Schalter. Ja. Ja. Der das stufenweise das Licht anschaltet. Pass mal auf, das war richtig geil. Als ob, wie geil. Das war so geil. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also ihr seht's halt, meine Freunde, richtig, richtig geil hier mit Technikkram und sowas sogar noch verbunden. Ziemlich, ziemlich fett. Und viele Völker verbergen halt unterhalb, allein die Nordmar, Leute, ja, allein die Nordmar verbergen unterhalb so viele Geheimnisse. Das ist einfach so sick. Und ich meine, oh mein fucking Gott, schaut euch das an. Das ist so nice, Mann. Es ist einfach echt krass. Ich liebe es, im Dunkeln das Ganze zu sehen. Euer Feedback auf jeden Fall zu dieser ganzen Serie ist so überwältigend gut, Leute, dass wir tatsächlich gerade überlegen, wie wir das Ganze wieder online bekämen eventuell. Ich will nicht so viel versprechen, das dauert auch eine Menge Zeit, weil wir gerade mit dem Revinza.tv-Server noch ein anderes Projekt versuchen zu realisieren. Aber, meine Freunde, vielleicht, ganz, ganz, ganz vielleicht, suche ich mir ein kleines Programmiererteam und mache das hier als Subserver irgendwie. Das ist nur eine blöde Idee von mir. Smasht auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf eine weitere Folge habt. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu zeigen. Wie viele Folgen haben wir denn noch? Warte, aber wir haben noch das Waldvolk, wir haben noch die Feuermagier. Waldvolk, die Nordmar. Und dann haben wir noch die ganzen. Wir haben noch die ganzen Secrets und die Technokraten und sowas, Leute. Es gibt noch so viel hier zu erkunden. Leute, es gibt noch. Wenn ihr das sehen schaut wollt, euch das im Dunkeln einfach mal an. Likes hämmern. Likes hämmern, Leute. Checkt auf jeden Fall Balui und Klim aus. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank für euren Support in den letzten Tagen. Checkt auf jeden Fall die beiden aus, die haben es echt verdient. Das war's von diesem wunderschönen Video. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.